is a burning thing. And it makes. Nur Bratwurst oder Kraut? Weit gefehlt, die Deutschen essen Multikulti. Urlaub in der Ferne und vor allem ausländische Gastarbeiter haben seit den 50er Jahren ihre Spuren in der deutschen Küche hinterlassen. Speisen aus Fernost stehen in den letzten Jahren gerade bei den Jüngeren hoch im Kurs. Wer aber Gaumen und Seele der Deutschen richtig verstehen will, der muss sich ins Herz des Ruhrgebiets wagen. In einer kleinen Imbissstube in der Bochumer Innenstadt wird nicht nur Deutschlands beliebtestes Kantinenessen zubereitet. Hier entstand auch Herbert Grönemeyers bekannter Hit über das deutsche Kultgericht. Hallo. Ich bekomme eine Currywurst, ja, von der Krakauer mit Mayonnaise, ja, und eine Pommes noch dazu mit Soße. So, zu uns kommen alle Leute querbeet, jede Schicht, also ob Richter, Anwalt, normale Hausfrauen, groß und klein, Schüler, Studenten, also alles, jedes Publikum ist hier. Kommst du vor, so, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Mit Pommes dabei, ach dann geben sie gleich zweimal. Currywurst kommt in der Schale. Currysoße drauf, Pommes drauf, Mayo drauf. Und das ist dann ein Pika noch und eine Cola dazu. Dann passt das. Nicht so richtig down, brauchst du was zu kauen mit Currywurst. 1949 meldete die Berlinerin Hertha Heuwer ein Patent auf die Soße an. Entstanden ist die Currywurst aber wohl eher und zeitgleich in den heutigen Currywurst-Hochburgen Berlin, Hamburg und im Ruhrgebiet. Aber warum ist die Currywurst so beliebt? Oh, Willi, was ist das schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Eine Antwort gibt die Ausstellung Iswas in Bonn. Sie geht der Frage nach, warum die Deutschen das essen, was sie essen. Und was wir essen, hängt stark von unseren Lebens- und Arbeitsbedingungen ab und hat sich im Laufe der Zeit verändert. Historiker Hans-Walter Hütter weiß, dass sich die Currywurst in den Ballungsgebieten durchgesetzt hat, wo in der Industrie gearbeitet wurde und es kurze Mittagspausen gab. Die Currywurst war schmackhaft. Man konnte Currywurst mit dem Stäbchen, mit dem Pika essen. Man machte sich nicht die Finger schmutzig. Gleichzeitig ging es schnell und es war deftig. Gutes Beispiel ist vielleicht die Volkswagen-Currywurst. Seit den 1970er Jahren ist das der Schlager in den Kantinen von VW. Inzwischen gibt es die auch als Originalersatzteil außerhalb von VW. Sie ist Kult geworden, hat etwas Bodenständiges. Das Steak des kleinen Mannes. Kein Fernsehkommissar oder Politiker kommt ohne sie aus. Die nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten nutzten sie 2012 sogar im Wahlkampf. Die Currywurst ist ja ein deutscher Exportschlager. Currywurst gibt es im Grunde genommen in der ganzen Welt. So wie es auch den Döner in vielen Teilen der Welt gibt. In den USA zum Beispiel ist immer wieder zu hören, der Döner sei eine deutsche Erfindung, was er nun wirklich nicht ist. Übrigens auch in Vietnam. Aber ist die Currywurst wirklich überall bekannt? Am Bochumer Bratwursthaus haben sich inzwischen amerikanische Geschäftsleute eingefunden. It is the first time for meeting Currywurst, yes. It is very good to eat Currywurst. Outstanding. Let everybody leave you alone. This is my first time in Germany. This is my first time eating currywurst. We have nothing like it in the States. It's wonderful. As a matter of fact, I may not go back home to stay here for the currywurst. Cheers. Yeah.